Hi Leute, da bin ich wieder. Ich kriege mein Problem nicht in den Griff. Ich habe nach wie vor hier 24 FPS. Ich will eigentlich mich gar nicht bewegen. Ich habe jetzt was vor, und zwar baue ich mir jetzt diesen Transmutationstisch. Das ist nämlich, das hält mich hier wahnsinnig. Schaut mal hin, 20 FPS. Ich mache gar nichts. Ich drehe echt am Rad, ne? Ich habe die Grafikeinstellungen schon runtergedreht und jetzt bin ich hier im Vanilla-Algorithmus. Wenn ich jetzt Java Mass nehme, was macht er dann? Ich brauche auf jeden Fall mehr FPS, denn ich werde heute mir den Transmutationstisch herstellen. Und dazu brauche ich natürlich meine Singularien und noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich gehe definitiv heute auf diesen Tisch. Danach kann ich mir nämlich, glaube ich, einen Hammer bauen. So, ich lege mir den mal raus, damit ich schaue, was brauche ich denn. Ich brauche hier Blöcke aus dunkler Materie, das müssten 32 sein. Firma Ultimate, dann brauche ich hier das Zeuge Block of Black Iron rauslegen. Das sind 15, 16 Stück. Rote Materie rauslegen, das rauslegen und einen Energiekondensator plus Lut. Nee. Nee. Wie kriege ich jetzt das wieder hier? Ach du grüne Neune, ich wollte jetzt hier weg von dem ganzen Leggy-Zeug. Extreme Reactors. Ich kann's, warte mal, ich brauche den Staub hier, ne? Lichtbogenofen, Alloys-Melder, ich krieg den gar nicht her. Oh Mann, jetzt wollte ich den Transmutationsteil machen. Jetzt muss ich hier erst einen Reaktor bauen. Das kann nicht wahr sein. Ja. Na, pass auf, Leute, wisst ihr was? Da unten leckt es mir zu sehr. Ich fange jetzt einfach mal brutal an. Und versucht dann hier extrem Reactors Zeug zu bauen. Da brauche ich so ein Reaktor Casing. Aber das EMC ist hervorragend. Dann baue ich mir vier so Casings. Die werde ich mir natürlich jetzt mit EMC cheaten. Dann brauche ich Reaktor Controller. Den lege ich mal raus. Kann ich den schon bauen? Ich wollte eigentlich was ganz was anderes machen. Wirklich war, ich wollte hier jetzt einfach diesen Tisch bauen. Aber jetzt da unten seht ihr schon meinen Hammer, warum ich das gemacht habe. Einfach unten, damit ich drüben die Blöcke alles schneller abbauen kann. Was brauche ich da noch? Quest complete, ja. Bin ein bisschen tierisch genervt, Leute. Turbinencontroller. Plutonium. Ja. Ist schon in Ordnung. Ich will mir jetzt aber nicht hier da was bauen. Cyanid. Okay, Cyanid gibt Plutonium. Dann werde ich da mal Plutonium basteln. Falls ich das zusammenbringe. Okay. Achso, ich habe kein Cyanid. Was ist denn das? Wo kriege ich jetzt das wieder her? Sand und Uran. Dann bauen wir uns doch da mal 16 Stück. Oder 24. Ach, da bin ich blöd. Ah. So, dann machen wir mal das hier. Drei Stück. Und was soll ich jetzt noch bauen? Habe ich wieder vergessen. Zwei Stück Diamant, Redstone, Turbinhousing. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich noch nicht. Okay. Also bloß, ich muss dann hier so Turbinen bauen. Nee, ich will das nicht. Ich will das eigentlich gar nicht, Leute. Ich will einfach nur. Also gut, schauen wir mal nochmal Extreme Reactors, weil ich habe gesehen, man braucht das nicht unbedingt, diese Turbine, sondern ich habe mir extra so ein Video angeschaut.
Ich brauche einen Input, einen Output irgendwo. Ich schaue mal, ob ich das da finde. Reaktor Access, Turbinen, Computer, Graphitblock, Coolant. Also ich brauche auf jeden Fall einen Controller. Turbine, Glas. Da baue ich mir auch mal eins. Okay, dazu brauche ich Turbinenhousing. Ja, okay, dann baue ich mir halt eins. Oder beziehungsweise das hier erst einmal. Das werde ich dann auch vervielfältigen. So wie das. Wo ist denn das eigentlich hin? So. Turbinenhaus. So, das werde ich auch vervielfältigen. Und Reaktor Casings. Genau. Auch das werde ich vervielfältigen. Habe ich glaube ich schon gebaut, ne? So, Reaktor Redstone Port. Flux Power Tap. Control Rod. Wenn ich jetzt wüsste, Reaktorglas, ich baue das mal, ja, okay. Und Reaktor Fuel Rod, das baue ich mir auch mal, ich weiß nicht, ob ich es brauche. So, und jetzt geh ich mal hoch und werde mir da mal ein bisschen hier von dem Material herstellen. Am Tag, ich hoffe mal hier, es leckt nicht. Gut. Ich klinge hier jetzt schon in meiner Stimme, gell? Ich bin total begeistert. Ich werde mir jetzt hier mal ein paar Reaktor-Casings bauen. So reicht. Dann ein bisschen von dem. Keine Ahnung, reicht. Dann von dem. Oh, out of. So, von den Turbinenhäusern werde ich mir mal noch ein paar herstellen. Okay, abgeschmiert, wie immer. Energie. Das rein. So. Das rein. Da mache ich mir mal, keine Ahnung, wie viel ich brauche. Machen wir so zwei Stacks. Oder fast. So. Und was habe ich jetzt noch? Wo ich wenig davon habe. Ach, die gehen auch Plutonium. Da machen wir gleich mal ein paar mehr. Und da schauen wir nach, was ich mit dem Plutonium anfangen kann. Ey, warte mal, da kann ich Lutetium machen. Block of Emerald. Hey, da baue ich mal welche, Leute. Die mache ich auf jeden Fall so. Kann man die cheaten? Ich habe 486. Ich brauche hier 3, 6, 9, 12. Ja, ich mache mir die jetzt so. Wie ich das hier gerade gesehen habe. Mit diesem Plutonium. Dazu brauche ich Smaragdi-Blöckli. Wo sind sie denn? Ach, ich bin jetzt ein bisschen euphorischer geworden, weil. Ich brauche noch mehr Plutonium. Wo bin ich denn zu Hause? Ich brauche jetzt hier Smaragdblöcke, ne? Genau, so. Da machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und. Danach gehe ich jetzt mal her, mache mir hier mal eins. Achso. So, ich mache mir jetzt hier diese Blöcke und die mache ich mal wieder klein. Jawohl, wenn der Weg so geht, dann hätte ich wahrscheinlich den ganzen Spaß hier jetzt sparen können. Macht aber nichts. Denn ich brauche jetzt hier noch Block aus dunkler Materie 32 Lavakristalle. Schauen wir mal. Was fehlt der Lava fast wahrscheinlich, gell? Genau. Da machen wir mal ein paar Eimer. Oh, keine Eimer mehr. Spuckt er mir die wieder aus? Eins. Ach ja, die spuckt er mir wieder aus. Aber ich glaube, ich habe kein Feuer mehr drin. Und das hatte ich ja darüber gelegt. Das wurde outgesourced, wie man so schön sagt. Folget mir los, ihr Feuer des Wahnsinns. Dankeschön. So, was haben wir da oben? Ah, läuft noch. Stabil. Lava. Dann machen wir jetzt hier mal. Halt, hier machen wir es mal. So machen wir es. Und ein paar Eimer hier noch. Ich habe nur so wenig Eimer drin. Das kann es nicht sein. Ich habe doch da Minde. Ach, die sind alle oben bei Astral. Dann machen wir da noch einen. Und ich klicke. Gleich nochmal hier rein. 2, 4, 6, 8. Einen habe ich. 1, 2. Jetzt hör halt auf. Den kann man nicht immer stecken.
Ey, wisst ihr was, das ist mir zu doof. Eimer. Zack. Ach, wisst ihr, nee, warte mal, Eimer. Ey, komm, das ist mir alles zu blöd. So, rein mit dir. Lava. So. Und das schmeiß jetzt mal alles da rein, den ganzen kladderige Dutch. Hier ist mir alles zu umständlich da. So. 8 so Kristalle brauche ich und jetzt hier. Her mit dir. Ich bin nicht vorbereitet auf das Ganze, weil ich weil mich eigentlich das mit dem FPS nach wie vor. Das ist doch bescheuert, wenn ich das immer manuell nachfüllen muss. Kann man das nicht einfach machen? Das ist ja mega irre. 1. Okay, dann mache ich das jetzt mal noch, bis ich alle habe und bin gleich wieder bei euch da. Bis gleich. So, die Kristalle habe ich. Als nächstes brauche ich Block of Iron. Dazu brauche ich Kristallite Nugget und ich glaube, ich mache mir da mal ein Stack oder zwei. Und dann brauche ich noch dieses Black Iron getönt. Oh, ich habe kein Black Iron hier im Zeug gespeichert. Das leckt kurz, deswegen laufe ich schnell runter und hol mir das, bevor ihr eine wackelige Aufnahme habt. Bis gleich. Ja, ich bin wieder hier oben, weil ich glaube, da drin wäre jetzt gerade die Leitung zusammengebrochen. Deswegen geht es jetzt hier weiter. Ich brauche einen Block of Iron. Ich glaube 16 Stück, oder? Wenn ich mich verzählt habe. 2, 4, 5, 10, 16, genau. Also machen wir mal hier 16 Stück. Das haut hin. Als nächstes werde ich dann Block of Rote Materie bauen. Das waren glaube ich 4. Genau, und hier brauche ich mehr, das waren 32, also 36 von denen. Schauen wir mal, ob ich so viel drin habe von dem Material hier. Und dann müsste ich das doch auch haben. Das habe ich, die Seile, die Teile, die 4 Singularien habe ich hinten und einen Energiekonzentrateil habe ich hier. Und dann schwingen wir uns mal zu Botania in meine Singularienkiste. Jetzt habe ich da nur noch einen übrig. Und das Dumme ist jetzt, Leute, ich habe meinen Tisch verbaut, der ist da hinten. Ich laufe jetzt einmal ganz langsam, aber ich... Mal schauen. 27, 32, 27, 28... Nee, mir ist es hier zu wackelig. Ich gehe dann hoch zu... Ach, hier habe ich jetzt komischerweise 70, 68. Mir egal, ich baue den jetzt hier ab. Verschwinde nach Astral, weil hier oben habe ich die Freiheit meines Lebens. Hier seht ihr 117 und so, das gefällt mir besser. Und da würde ich jetzt quasi... hat mir jemand was geschrieben? Nein. Achso. Okay, jetzt klicke ich da drauf. Was fehlt mir? Energiekondensator MK2. Energie. Nee. Nee. Kann man den cheaten? Den kann man doch cheaten, oder? Ja, freilich kann ich den cheaten. Den hole ich mir mal unten. Das ist der. Nein, das ist der hier. Genau, den werde ich natürlich jetzt erstmal mir verdoppeln, weil ich bin ja ganz bescheuert und stelle den ganzen Spaß nochmal her. Ja, okay, du kriegst von mir schon ein bisschen was und das reicht mir. So schnell geht es mit dem Herstellen, ne? Wunderbar, wenn das alles so schnell ginge. Aber jetzt lege ich den da rein. Habe ich gedacht. Und, jawohl, ja. Tada. Was ist denn da ist los? Wieso habe ich denn die Kristalle übrig? Na, dann nehmen wir hier damit. Wahnsinn, echt. So, Leute. Und jetzt muss ich mal wissen, wie das Ding funktioniert. Ich mache das jetzt mal hier oben, oder? Ich habe kein ME-System hier oben. Soll ich mir mal eins rauflegen? ich lege den jetzt mal daher. So. Und, Moment, jetzt habe ich einen Hammer. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, gell, Leute. Ich muss mal erst schauen. Was, das ist X. So. Wenn ich jetzt den Hammer da reinlege, dann... Gelernt. Jetzt lege ich mal Materie rein. Oder muss ich da reinlegen? Okay.
Wie funktioniert denn das jetzt? Wie bringe ich denn da jetzt Energie rein? In das Teil. Da reinlegen. 0 EMC. Also das kann ich wahrscheinlich, ich kann wahrscheinlich da das gar nicht reinlegen. Jetzt hat er das gelernt, du sollst es nicht lernen, du sollst mir Energie geben. Wie bekomme ich jetzt Energie da rein? Ich habe mal so einen Lavakristall rein. Das geht gar nicht, weil der kein EMC hat. Aber so ein Kondensator. Gelernt, gelernt, Leute. Was wollt ihr von mir? Ich gehe mal schnell runter und hole mir da mal diese Sachen, die ich da gemacht habe. Und, ach komm, ich klar mir mal Eisen. Ich habe gedacht, ich kann da jetzt alles aufladen mit dem Teil. Ich lege das jetzt mal alles da rein. Okay, jetzt habe ich das hier. Ah, jetzt habe ich 25 Millionen. Aber weil ich das reingelegt habe, oder was? Oder habe ich das jetzt gespeichert? Pass auf, und jetzt lege ich hier meinen Hammer rein. Oder lege ich den hier rein? Wie lädt sich der auf, verdammt? Warte mal, ich mache mal rauf und klick links. Ne, dann ist der Hammer drin. Dann zeigt er mir, dass er mehr hat. Transmutation. Okay, dann zeigt er mir nur den Hammer an. Also, da hüben stelle ich das dann hin mit dem nochmal. Jetzt habe ich zwei Hammer, das bringt mir gar nichts. Ich will den aufladen. Wie lade ich denn den Hammer jetzt auf? Aha! Aha! Warte mal, ich schmeiße. Okay. Da verbrenne ich das, das ist doof. Wie kann ich den jetzt aufladen? Das ist eigentlich egal, wo man es hinsetzt, ne? Gibt keinen Sinn. Vergessen. Nee, nicht vergessen! Ah, okay, alles klar. Wie kann ich den jetzt aufladen hier? Ich schaue mir mal ganz kurz ein Video an, wie das geht. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Also, ich habe festgestellt, man muss das auf eine Taste. Es liegt auf einer Taste. Das Projekt E und da steht auch Aufladen. Wo habe ich es denn? Hier unten Projekt E, da steht Aufladen. Die habe ich jetzt mal bei mir auf Insert gelegt. Und den Rest, ja, weiß ich jetzt nicht. Und ich würde jetzt den Hammer nehmen und einfach mal auf Insert drücken. Dann lädt er sich auf. Weil, warum lädt er sich jetzt eigentlich auf? Woher nehme ich die Energie von dem hier? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir jetzt mal egal. Wenn nämlich der Hammer jetzt mindestens 3x3 macht, dann wäre ich zufrieden. Oh, ich habe da nicht aufgepasst, ob es leckt. Das probiere ich jetzt gleich direkt da hinten aus. Ob der mir ein größeres Feld erbaut, weil. Nee. Aber der ist nur schneller. Ja, aber gut, das ist meine Spitzhacke auch. Da muss ich mal noch schauen, was es noch so gibt aus roter Materie, weil ich glaube. Oh, das ist jetzt alles so klein. Ich habe da was anderes gesehen, nämlich das hier. Oder. Mit was kann ich denn das? Es gab so einen Hammer, da kann man ewig, ewig viel abbauen oder so ähnlich. Aus roter Materie, nee, aus. Boah, das ist jetzt alles so klein hier. Kann man das irgendwie vergrößern? Mit Shift und I oder so war das mal, glaube ich. Nee, aber das geht gar nicht. Vergiss es. Was ist denn das hier eigentlich? Der Cutter. Ach, der macht wahrscheinlich alles. Ah, Moment mal. Nee, ist eine Axt, ein Schwert. Das kann es nicht sein. Und ich habe sonst kein Werkzeug, ne? Ich habe eigentlich nur den Hammer. Roter Morgenstern. Ne, das ist ja eine Waffe. Ne, Moment mal. Ach, wisst ihr was? Ich baue mir dann den Spaß hier mal. Das mache ich jetzt direkt. Leckt's da oben. 62 FPS. Ich würde jetzt mal sagen. Wieso springt der mir immer raus, wenn ich da eine Taste. Wenn ich. Weil ich da unten bin. R-O-T-E-R. Wahrscheinlich bin ich zu schnell. So, ich muss mir jetzt quasi so eine Schaufel bauen. Die Spitzhacke nochmal bauen. Die Spitzhacke. Okay, dann muss ich mir alles erstmal hier herstellen. Die Axt. Das hier herstellen. Ich mache das jetzt einfach mal random. Ob ich es brauche oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Dann. Ich verbrate jetzt hier natürlich richtig schön meine ganzen Matter. Aber es macht mal nichts aus. Ich will mal hier diesen Morgenstern jetzt da ausprobieren. Was fehlt denn da jetzt? Was habe ich denn vergessen? Ach, den Hammer. Ja gut, jetzt habe ich nur den vollgeladenen Hammer. Aber den stelle ich nicht her, weil ich habe oben einen in Astral liegen.
Also beziehungsweise hier in dem Tisch. Mich würde es mal interessieren, wenn ich den Tisch jetzt zerstöre, was mit meinen Sachen passiert. So, aber jetzt hier. Jetzt lade ich mir den auch mal auf. Also Shift und. Oh. Okay, den kann ich nicht aufladen. Wieso? Der braucht 7 Millionen und der hat bloß 200.000. Aber, also ich hoffe mal, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann. Wie viel braucht der? 7 Millionen? Da brauche ich ja so einen großen. Der macht 25 Millionen. Ich habe doch viel mehr von diesen Gedöns hier hergestellt. Bevor ich mir den jetzt verbrate, möchte ich den gerne mal noch verdoppeln. Irgendwie. Ach Gott, er braucht 25, ja eben, das funktioniert ja gar nicht. Seht ihr das? Ich drücke da was. Liegt das an dem hier oder was ist denn das hier? Ansicht. Autokeep. Jay, ich mache jetzt das mal einfach hier. Star. Habe ich doch für hier gemacht hier. Der macht 1,5. Der macht. Ich brauche ja so einen großen hier. Und den müsste ich jetzt quasi mit 25 oben aufladen. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Wenn ich den da oben mit 25 aufladen muss. Wie viel habe ich denn drin? 23. Fünfundzwanzig, 27. So. Ah, jetzt ist der gespeichert. Jetzt hoffe ich mal, das ist ein Hammer. Wie lade ich? Wie habe ich das vorhin gemacht mit dem Aufladen? Achso, das war die Taste. Ah, ich Trottel. Das war eine Taste. So, wo hat er jetzt abgezogen? Die Wünschelrute habe ich mal gebaut, weil ich habe gedacht, mit der kann ich mir was herstellen, aber uninteressant. Dann springe ich jetzt mal da hinten hin und schaut, ob der Hammer jetzt wenigstens das ist, was ich hier mir vorstelle. Der ist ja noch schlimmer, der macht ja gar nichts, Leute. Der Morgenstern, der macht nur 22 Schaden. Ich würde jetzt mal in die Leggy Station gehen. Da unten und würde mir mal, ich schau mal, wie weit es geht, ohne dass ich euch jetzt hier 26, 30, 36, 34. Na, da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich abschmieren. Na, hier unten ist wieder besser. Genau. Ich gehe jetzt einfach mal hierher und baue mal. Ich will jetzt nur mal schauen, ob das Gerät schneller ist. Ja, ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen schneller ist er. Ja, das Teil geht auch schneller, also. Gut. Dann mache ich es wahrscheinlich mit dem hier. Ihr seht ja selber, ne? Wenn ich jetzt hier unten bin, jetzt habe ich 25 FPS hier wieder. Wahnsinn. Also ist aber auch noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ich kann mit dem ganzen Spaß hier. Ich bin abgelenkt mit dem Spaß hier. Ich brauche was, wo ich mehr abbauen kann. Einfach eine größere Fläche. Was ist eine Nova-Katastrophe, Leute? Das kann ich alles nicht herstellen. Aber das kann ich herstellen. Was macht denn der? Okay. Die kann ich auch leider nicht herstellen, die Energiesammler. Und das Pedestal hier. Okay, also Vernichtungskatalysator. Was macht denn das hier? Wisst ihr was? Die baue ich auch. Ey, komm. Jetzt, wo es wurscht ist. Die baue ich jetzt auch mal hier, die Teile. Jetzt muss ich da oben wieder rein. Das ist ja irre. Add Project E. So, ich baue jetzt haben wir hier alles drei. Ich baue hier erstmal das. Ich würde sagen, ich baue hier erstmal hyperkinetische Linse.
also ich brauche immer erstmal TNT. So. Dann machen wir jetzt erstmal einen Haufen TNT. Dann baue ich einmal das Gerät, beziehungsweise da brauche ich jetzt 4 Stück. 2, 4, 6, 8. Machen wir mal da. Jetzt baue ich mir eins so ein Teil. Dann so ein Teil. Das schmeiße ich mal da mit rein. Ich weiß gar nicht, was die machen, aber die schauen interessant aus. So. Ach, wisst ihr was? Ich baue mal von jedem einen. einfach um zu schauen, was das für Kristalle sind. Vernichtungskatalysator. Der klingt ja ganz schlimm. Da brauche ich aber ein Testfeld irgendwo. So. Jetzt ist das Inventar natürlich schon wieder voll. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Und das nicht. Und das nicht. Ich weiß auch nicht, warum der Stein des Weißen leer ist und was der bringt, wenn ich den voll mache. Ich würde jetzt mal sagen, ich lade mal den auf. So, aber bevor ich hier in meiner Base da irgendwas mache, würde ich natürlich, leckt es hier rein, würde ich natürlich gerne hier hinten mal hingehen und schauen, was die machen. Also Vernichtungskatalysator klingt schon mal nicht schlecht. Also mit links. Ah, oh, Leute! Hey, 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 hey! Der macht jetzt hier, warte mal, macht der mir ein Dreierfeld? Oder wie groß macht denn das? Genauso wie ich es haben. Ja, das ist ja mega, mega, mega. Was macht die Kitty? Macht die Linse hier? Oh, Alter! Schande! Ach du Scheiße! Hau mir die meinen Gaia-Block kaputt. Mann! Aber meine Blüten sind noch da. Alter, was probierst du das da hinten aus? Boah, Alter, was ist denn das für eine Waffe, hey? Ey, wisst ihr was? Da gehe ich jetzt mal in den Nether. Das will ich jetzt einfach wissen, falls der Nether da ist. Oh, momentan, der ist nicht da. Mist. Ich suche mal schnell einen Standort und dann melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich jetzt hier, habe einen Nether gefunden. Und jetzt würde ich das, was war denn das jetzt? Die hyperkinetische Linse war das, ne? Jetzt will ich mal schauen, ob ich da hier auf die Schnelle mir mal ein bisschen was abbauen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Sammelt ihr das ein? Der sammelt mir das sogar ein. Wisst ihr was, Schweinchen? Geh mal nach oben. Das ist ja lustig. Alter, das ist mega, das ist ja mega. Ey, schau da mal hin, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinnsteil, hey. Ich habe natürlich jetzt das Inventar voll, ne? Das ist ja Wahnsinn. Schau doch mal her, was der wegnimmt. Ja, also das ist natürlich schon. Halleluja. Also, das ist eine Waffe, die lege ich erstmal auf Seite, weil in meinen Händen ist das echt gefährlich. Ich baue mir jetzt lauter so Werkzeuge, dann brauche ich bloß einen läppischen Kristall herstellen. Das ist ja irre. Okay, pass mal auf, da schmeiße ich jetzt erstmal alles rein hier, was ich momentan nicht so brauche. Also den Hammer brauche ich dann auch nicht. Ach doch, den Morgenstern lasse ich mal, weil der ein bisschen schneller ist. Das lege ich jetzt mal alles da rein. Ne, warte mal, das Teil brauche ich wahrscheinlich. Die Menschenrute weg. Das mal alles weg. Was habe ich jetzt meine Spitzhacke mit reingeschmissen? Nee. Also das macht 3x3. Der macht die Hölle auf Erden. Muss ich hier mal mein Säckchen nähern, beziehungsweise ich muss mal langsam ein zweites Säckchen bauen hier. Fertilizer, was brauche ich hier nicht? Fässer brauche ich. Das benutze ich auch schon lange nicht mehr. Die Spitzhacke kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann weg. Ja, so ungefähr. Ach, und das kommt das nämlich auch noch weg. Und mit euch arbeite ich auch nicht mehr. So. Und du auch. Ich schmeiße jetzt erstmal alles hier da rein. Zack, zack. So. Und jetzt schaue ich nochmal, was diese katalytische Linse ist. Da gehe ich natürlich nochmal in den Nether. Und bitte mal da eine andere Ecke suchen. Ist ziemlich dunkel für euch, ne? Also ist auch für mich dunkel. Achso, da passiert gar nichts, schaut. Ja, doch. Oh, der macht nach unten. Boah, Alter. Alter, was ist denn das für ein Teil? Boah!
Also, das ist ja wohl die Granate. Warte mal, kann ich da jetzt. Warte, ja, oh, bleib da, bleib da! Oh, hallo, 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 hallo. Oh, jetzt fahre ich wohl wieder nach unten. Warte mal, jetzt kann, mal schauen, ob ich mich nach oben schießen kann auch. Das will ich jetzt einfach mal wissen. Ey, ist das stockfinster hier? Das ist ja krank, ey, echt, das ist ja echt krank. Das sind ja echt keine Ahnung. Schau mal, wie viele Blöcke das sind. Und der sammelt auch alles schön fein säuberlich ein. Jetzt brauche ich noch die Tasche des, keine Ahnung. Mega, mega. Wieso komme ich da nicht gleich drauf? Und jetzt mache ich natürlich jetzt direkt, Leute. Jetzt mache ich das direkt mit euch. Also das ist auf jeden Fall das Gefährliche. Die zwei Gefährlichen darf ich nicht verwenden. Ich werde jetzt hier in die Licking Station gehen. Natürlich außen rum und werde hier hinten einfach jetzt mal das Zeug da unten abbauen. Vor allem hier mal ein bisschen, ja, einfach mal reduzieren den ganzen Spaß. Jetzt 98. Hey, hier unten habe ich doch voll FPS. Das kann doch nicht sein. Hier wird es weniger. Also ich würde mal sagen, ich baue mal die Schicht hier ab. Ne, Stick. Wow, habe ich den falschen? Nee, der schießt ja durch. Da muss ich ja echt aufpassen. Alter Schwede, warte mal, wie weit schießt denn der durch? Hä, habe ich den falschen? Boah, Alter. Ach komm, ist egal. Jetzt habe ich hier 118 FPS, ne? 118, hier unten. 107, da oben ist wieder. Ist egal, ich bam das jetzt nochmal alles durch, weil hier ist es gerade so mega Spaß macht. Und das geht ja nicht kaputt, das Zeug. Und dann schaue ich, wie weit komme ich denn. Ey, das Ding ist ja mega klasse da. Da muss ich jetzt aufpassen, weil ich glaube, das hintere wollte ich nicht zerstören da hinten. Da muss ich jetzt mal. Der macht plus 3x3, gell? So. Genau. So. Und da muss ich jetzt aufpassen, weil irgendwann komme ich ja um meine Crafting-Boxen. Ey, hör auf zu lecken, ja. So, 53, 50. Und wehe, das bringt mir nichts und ich darf den ganzen Spaß wieder aufbauen. Ah, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Ich habe ein neues Spielzeug, ich habe ein neues Spielzeug. Also, ich muss nochmal in die Richtung gehen. Also, das macht ja mega Spaß. Ne? So, 100 FPS. Jetzt gehen wir mal nach oben. Autsch, bricht es mal wieder ein auf 20? Das kann aber nicht sein, dass die Dinger dran sind. Pass mal auf, wenn das hier die ganzen Crafting-Tabellen sind und ich mache hier alles sinnlos kaputt. Ich gehe jetzt einmal einfach. Das dauert ein wenig länger, ne? Junge, ja. Und mein Inventar ist voll. Das ist blöd. Hier oben habe ich jetzt 81, 23. Ne, bringt mal gar nichts. Ach Mensch. Ich gehe mal oben drüber, mal schauen, wie weit es geht. 24, 25, 42. Ja, läuft, läuft, läuft. 117. 70. 19, 19. Hier bricht es wieder zusammen. Ich werde jetzt hier noch ein paar so Blöcke wegschmeißen, Leute. Ich habe wieder 18 FPS. Das ruckelt wieder bei euch. Das leckt. Ich werde jetzt hier den ganzen Spaß runter reduzieren. Und dann sehen wir uns nochmal, wie spät ist denn eigentlich? 33 Minuten. Doch, das mache ich noch in der Folge. Ich reduziere jetzt hier auf jeden Fall die Growth Accelerator, um zu schauen, ob ich mehr FPS bekomme. Ansonsten war die ganze Mühe wieder umsonst. Aber ich würde sagen, ich kann abhaken hier unten. Ich brauche jetzt dann nur noch die Transmutationsplatte. Access your items from anywhere. Und die kann ich ja bauen. Ja, das hätte ich alles da. Da muss ich mal überlegen, ob ich das jetzt machen will. Auf jeden Fall, das hätte ich da, das Material. Könnte ich denn quasi diesen Posten hier abschließen? Das werde ich mir mal sichern. Und hier in Kreativ, das habt ihr beim letzten Mal gesehen. Das mache ich mal auch gleich weg. So, was habe ich da noch offen? Nichts mehr? Doch hier. Ach, Reaktor habe ich mal gebaut. Wo es gar nicht gebraucht hat. Das muss ich noch machen. Deswegen lasse ich offen. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Also, ich schalte mich jetzt nochmal drauf von einer anderen Stelle aus, weil jetzt stelle ich nämlich fest, ich stehe hier
Und ich habe 26, 23 FPS. Hier oben läuft es ganz normal. Ich hoffe jetzt, es leckt auch gar nicht. Und das Komische jetzt, hier hinten, da ist gar nichts drunter und auch nichts drüber. 91, aber wenn ich jetzt über die Felder laufe, Leute, das ging, ist ja vorher eingebrochen. Jetzt, ja, okay, jetzt wird auf 18, 19 Grad, bin ich gerusht. War ich bei über 100. Jetzt habe ich wieder plus 20. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt bin ich auf dem Schlauch, weil ich habe hier unten wirklich mega abgebaut. Und jetzt leckt es hier wieder. Gerade, ich wollte euch gerade zeigen, Leute, ich bin hier durchgerusht. 119, 120 FPS und jetzt leckt es bei euch wieder. Jetzt weiß ich echt nur, was ich machen soll. Und ich zeige euch schnell mal. Alter Schwede, das ist ja furchtbar. Ich zeige euch jetzt schnell mal, wie viel Gross Accelerate, wie viel von den Sachen jetzt hier abgebaut habe. 5500 waren verbaut. Und es wird nicht besser. Das wird einfach nicht besser. Ach komm, Leute, das sind meine Probleme. Ne? Aber ja, jetzt habe ich wieder 100 FPS. Jetzt kann ich wieder schön laufen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Das ist echt so nervig da. Da habe ich wieder plus 18 und 16 und ich weiß nicht, woher das kommt. Ist eh gleich Neustart. Da machen wir mal Pause. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt festgestellt, das Feld da hinten, da hinter mir und die Produktion da hinten, schauen wir mal, 17, 28, 35, irgendwas passt hier oben auf jeden Fall nicht. Alternativ habe ich überlegt, ich gehe jetzt nach oben und werde mir den ganzen Spaß da oben hinlegen. Da habe ich nämlich viel mehr FPS. Und ich kann dann unten arbeiten, beziehungsweise habe ich hier wieder plus 30. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird, diese FPS. Ich bin jetzt hier direkt quasi über der Farm. Ich fliege mal ein bisschen daher noch. Da wo so die meisten Growth Accelerator sind. Ja, ihr seht schon, es ist trotzdem, ne? 30 FPS, 34, 32. Ich denke aber, ich habe bloß ein Problem. Wenn ich jetzt nach oben gehe, wird mein Chunk nicht geladen. Ich schaue nochmal hier, ich fliege noch ein bisschen hoch. Schau nur auf die FPS, schaut euch da unten gar nicht um. Nee. Ja. Tschüss.